Vielleicht habt ihr es ja Anfang März mitbekommen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede an den Nationen eine ganze Serie neuer Nuklearwaffen vorgestellt. Angefangen bei Raketen, die mit 10-facher Schallgeschwindigkeit fliegen, unbemannte Atom-U-Boote und Atomwaffen, die jedes gegnerische Abwehrsystem überwinden. Angeblich. Doch wie genau sollen Putins Wunderwaffen funktionieren und was ist wirklich dran an diesen russischen Rüstungsprojekten? Ein hochbrisantes Thema, das ihr euch auf WhatsApp gewünscht habt. Danke dafür und herzlich willkommen bei Klicks von Science and Fiction. Wie ihr täglich an die neuesten Infos auf WhatsApp kommt und bei Klicks zum mitmachen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Die Rede vom russischen Präsidenten fand 2 Wochen vor der russischen Präsidentenwahl statt und zeitweise klang es tatsächlich eher wie ein Science-Fiction. Beispielsweise als Wladimir Putin die schwere Interkontinentalrakete Sarmat, einen neuartigen Torpedo sowie einen Marschflugkörper, der atombetrieben ist, vorstellte. An dieser Stelle sehen die Zuschauer das Video einer Rakete, die rasend schnell aufsteigt. Dann folgt eine Computeranimation, die zeigt, wie der Marschflugkörper Europa umrundet, den Atlantik in Richtung Süden hinter sich lässt und dann über den Pazifik Richtung Norden fliegt. Die Botschaft dahinter ist mehr als klar. Russland präsentiert einen Waffentyp, der problemlos jeden Ort auf der Erde erreicht und auch in der Lage ist, die Westküste der USA zu treffen. Angetrieben mit Nuklearenergie. Doch die Rakete wird russischen Angaben zufolge nicht nur mit Atomenergie betrieben, sondern trägt zudem eine Atomwaffe an Bord. Und das, liebe Leute, das wäre tatsächlich eine große Sensation. Vor allen Dingen der Antrieb, denn Atomkraft liefert im Vergleich zu anderen Antriebsarten sehr viel mehr Energie pro Masse. Und somit wäre das Grundproblem des Raketenbaus gelöst. Denn bisher galt, um eine große Reichweite zu erzielen, ist viel Treibstoff notwendig. Doch der wiederum reduziert die Reichweite, also ein fliehendes Ziel. Ja, aber das war es noch nicht mit Putins neuem Waffenprogramm. Außerdem mit dabei die Hyperschallrakete Kinschall, übersetzt so viel wie Dolch. Den Ausbau des russischen Waffenarsenals bezeichnete Putin als Reaktion auf das Verhalten der USA. Zitat: Es geht um neue strategische Raketensysteme Russlands, die wir entwickelt haben als Reaktion auf den einseitigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Vertrag über Raketenabwehr und die de facto Stationierung solcher Systeme auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten und außerhalb der amerikanischen Grenzen, so Putin. Die Ausdehnung der NATO-Grenzen habe Russland gezwungen, solch ein Verteidigungssystem aufzubauen. All diese Waffen sind laut Russland funktionstüchtig. Eines der Waffensysteme sei bereits jetzt bei den Truppen und jederzeit bereit für einen Kampfeinsatz. In einem Interview mit einem amerikanischen Sender bestätigte Wladimir Putin auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal, dass alle Tests erfolgreich verlaufen seien. Zudem gäbe es keine Abwehrsysteme weltweit, die gegen diese Wunderwaffen ankämen. Mit den Hyperschallwaffen habe Russland beispielsweise enorme Vorteile im bewaffneten Kampf und ein direkter Angriff auf sein Land würde im Übrigen auch mit aller Konsequenz beantwortet werden. Fest steht jedenfalls, mit seiner Rhetorik hat Putin die ganze Welt aufhorchen lassen. Doch Expertinnen und Experten sind sich tatsächlich uneinig darüber, ob die präsentierten Waffen wie beschrieben funktionieren. Einige Forschungsgruppen bezweifeln gar die Existenz dieser russischen Waffensysteme. Andrei Krutschenko ist Experte im Bereich Militärtechnik und hat in einem unabhängigen russischen Fernsehsender zu bedenken gegeben, dass einiges in Putins Rede zu aggressiv dargestellt wurde. Vielmehr handelt es sich bei vielen Waffen um eine Weiterentwicklung bereits bestehender. Dazu Krutschenko: Die Interkontinentalrakete Sarmat ist eine Modernisierung einer Rakete, die in den 1970er und 80er Jahren gebaut wurde. Sie wird in denselben alten Raketenschächten stationiert werden. Im Vergleich zu amerikanischen Waffensystemen sei sie mit eingesetztem Flüssigtreibstoff sogar eher rückständig. Das gezeigte Video ist sogar 10 Jahre alt und wurde schon mal zur Bebilderung des Vorgängermodells eingesetzt. Bezüglich des atomgetriebenen Marschflugkörpers schließt sich der russische Militärexperte der Meinung europäischer Raketenexpertinnen und Experten an, die grundsätzliche Zweifel anmelden. Ein Marschflugkörper mit einem kleinen Atomkraftwerk sei einfach viel zu schwer, um zu funktionieren. Zudem sei es bereits in den 50er und 60er Jahren sowohl von den USA als auch von der Sowjetunion getestet worden. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Auch andere Fachleute haben starke Zweifel, denn wie soll solch eine Rakete ohne jahrelange umfangreiche Tests zur Einsatzreife gebracht worden sein? Solche Tests hätte man aufgrund der Radioaktivität
absolut bemerken müssen. Zudem sei ein weiteres Problem technisch wohl noch längst nicht gelöst. Wie soll der Atomreaktor während des Fluges gekühlt werden, wo er doch durch die vorbeiströmende Luft und die damit verbundene Reibung sehr stark erhitzt werde? Fragen über Fragen und bisher gibt es keine Antworten. Wenn ihr als erstes erfahren wollt, wenn es hier Antworten gibt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksum mitmachen und mitbestimmen, was hier bei Klicksum passiert. Und zur Begrüßung gibt es ein kleines Geschenk von mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken, 1000 Raketen zum Mars. Da geht es um die friedliche Nutzung von Raketentechnik. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.